protagonisti sono pronti. Vediamo, secondo te, Italia contro Spagna. Venga, vamos a España, hostia! E la partita è di nuovo in corso. Stop it!
No fue nada, eso no es nada, árbitro. Típico contacto. Para y todo.
Venga, que hay tiempo, tranquilos. Mario, vai. Thank you.
La sovrimotiva. Cuidado con los catenachos. Alto. Vale Félix, vale. Quieto ahí todo, quieto. El Bigardo, el 10. Venga, vamos. Vamos. Charlie. Venga, vamos. Dos minutos, chicos. Dos minutos. Second half, last minute, letzte Spielminute, minuto del secondo tempo. Corner! Félix, a rematar arriba! ¡Vamos! ¡A la olla! ¡Vamos! Der Schiedsrichter lässt eine Minute nachspielen, ci sarà un minuto di recupero. Ecco il fischio finale. Italia e Spagna hanno pareggiato 1-1.
a 1. Unentschieden zwischen Italien und Spanien 1-1. Didi, was heißt das für die Tabelle in der Gruppe A? Jeweils 3 Spiele für Italien und Spanien und jeweils 1 Punkt kommt dazu. Das heißt, die Gruppe A gewinnt Italien mit 7 Punkten und an der zweiten Stelle? An der zweiten Stelle Spanien mit 5 Punkten. Ja, so ist es. Das heißt, beide sind bereits fix für das Viertelfinale qualifiziert. Vittorie in Pareggio. 7 punti. So, nächstes Spiel, das wir sehen werden. 10.15 Uhr. Koche ein Oscar. Entweder Koche.